Dann bist du qualifiziert, diese Meditation zu lernen, die die ganzen Siebenjährigen schon machen. Das heißt, du musst sehr viel investieren und sehr viel kontemplieren, bevor du soweit bist. Und wir werden einige machen. Lass uns jetzt eine machen. Vietnamesen hatten ein Wort für mich. Heißt wohl etwas wie Weise oder Grandpa. When you meditate in a group, you have a bigger obligation to. Wenn ihr in einer Gruppe meditiert, be quiet. Dann ist ein größerer Druck, ruhig zu sein, eine größere Verpflichtung. This week I'm gonna I want you to try on a new way to start a meditation, which is 100 breaths instead of 10. Ihr sollt jetzt diese Woche eine neue Meditation lernen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie konfuser werde, wenn ich älter werde, weil 10 Atemzüge funktionieren bei mir nicht mehr. Dann versucht 100 Atemzüge. Die Ausatmung zählt als die erste Hälfte und das Einatmen als die zweite.
Now I'd like you to think about some interaction you had with someone, probably yesterday. Denk jetzt bitte an einen Austausch mit jemandem, vielleicht gestern oder in den letzten Tagen. Und denk zurück an vielleicht eine halbe Stunde, die du mit jemand Bestimmten verbracht hast. Try to remember what it was that you were hoping to get out of that interaction. Erinnere dich daran, was wolltest du erreichen, was wolltest du aus diesem Austausch, aus diesem Gespräch herausziehen für dich. Ich habe in der Zeit viel Zeit mit Veronika verbracht, denn ihre Mutter hatte einen Schlaganfall. Und ich hatte im Hinterkopf, dass ich gerne an Zugangstext weiterarbeiten wollte, als ich mit ihr zusammen war. Und denk jetzt daran zurück, was wolltest du machen? Was waren deine Hintergedanken während dieses Austausches mit einer bestimmten Person? And then what do you think the other person wanted to do during that time? Und was denkst du, was diese andere Person wollte während dieser Zeit, wenn man davon ausgeht, wie sie sich verhalten haben? Was war es, dass sie wirklich wollten? Was hatten sie im Sinn? Was hätten Sie in dieser Zeit gerne gemacht? In dieser Zeit, als ihr zusammen war? Ich glaube, meine Frau war ganz darauf fokussiert, ganz konzentriert darauf, einer Mutter zu helfen. Und es war das, was sie im Sinn hatte.
And you could sacrifice what you wanted to do. And you could just do what the other person wanted to do. Du hättest das einfach opfern können, was du machen wolltest. Und nur das machen, was die andere Person im Sinn hatte. Aber du hattest auch wichtige Dinge, die du erledigen wolltest. Und sie hatten auch Dinge, die sie gerne machen wollten. Und Pung Sumba heißt, gibt es vielleicht eine dritte Alternative? Und Bodhisattvas denken immer daran, gibt es eine dritte Lösung? Ich weiß zwar, was meine Frau heute machen will, weiß, was ich heute machen möchte. Und gibt es vielleicht eine schlaue, kreative Möglichkeit, wie wir beide das machen können, was wir möchten, und auch zusammen sein können und trotzdem eine Interaktion miteinander haben und den Tag miteinander verbringen können. Dann können wir wirklich jeder individuell das bekommen, was wir möchten, und gleichzeitig eine dritte Möglichkeit schaffen für unsere Beziehung, für unsere Interaktion, bei der wir jeder, bei dem es uns besser geht, wenn wir das zusammen machen, verglichen damit, als wenn wir alleine unsere Sachen machen würden. Gibt es die Möglichkeit, an Zugangsübersetzung zu arbeiten und meiner Mutter zu helfen und den anderen Leuten, denen meine Frau hilft? Könnten wir diese Sachen beide machen? Wir haben beide das Recht, das zu machen, was wir möchten. Und gibt es eine ganz kreative Möglichkeit, wie wir uns gegenseitig helfen könnten, das zu tun, was der andere möchte, und das sogar noch besser ist, als wenn wir das jeder für sich oder auf Kosten des anderen machen würden. Und das ist der Weg eines Bodhisattvas. Sie opfern nicht das, was sie gerne machen möchten. Sie machen auch nicht selbstsüchtig einfach nur das, was sie selbst wollen, sondern sie finden einen kreativen Weg, dass jeder gleichzeitig das bekommt, was er möchte. Also denk an deinen Austausch mit jemandem zurück und überleg, ob es da eine dritte Möglichkeit gegeben hätte, wie ihr das hättet umsetzen können, was jeder von euch wollte während dieses Tages. Was meine Frau und ich gemacht haben, wir haben morgens uns eine Zeit freigehalten
Und als wir in Kalifornien waren, haben wir das sehr genossen, am Meer spazieren zu gehen. Und wir haben dann ein Abkommen beschlossen. Vielleicht sammelt sie ihre Gedanken für den Tag. Oder sie überlegt sich, wie sie den Leuten helfen kann an dem Tag. Und während der Zeit konnte ich dann an Zugangsübersetzung arbeiten. Also sie ist allein spazieren gegangen und ich habe das in der Zeit gemacht. Und dann haben wir uns getroffen und sie hatte dann schon ein paar Sachen vorbereitet, was sie machen wollte an dem Tag. Und ich hatte auch meine Notizen, was ich vorhatte an dem Tag. Und wir haben das dann verglichen und überlegt, wie wir beide Sachen an dem Tag machen können. Und überleg mal, ob du das auch ähnlich hättest machen können mit dieser anderen Person. Das ist das, was mit super kreativen Kompromiss oder Mittelweg beschrieben wird. So, dass keiner irgendetwas opfern muss und dass die Ziele von beiden für den Tag erreicht werden. Dann öffne langsam die Augen. Ich denke, wenn du bist so wie ich. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal nach Diamond Mountain kam. Ich hatte 80 Studenten in New York. Und wir kamen hier, den Diamantweg zusammen zu lernen. Sie haben sich 7 Jahre in New York darauf vorbereitet und dann kamen wir hier nach Diamond Mountain, um den Diamantweg zu lernen. Nun sind es 200.000 Studenten auf der Welt. 200.000 Studenten. Es gibt ungefähr 50 Organisationen jetzt und 200.000 Studenten. Es hat sich entwickelt von 80 auf 200.000. Und ich darf den Fokus auch auf meine Zeiteinteilung richten. Und ich kann nicht alles das tun mit meiner Frau, was ich möchte. Ich versuche es, aber dort sind auch 200.000 Menschen. Ich habe viele Freunde in diesem Raum von den 80 Personentagen und ich werde Zeit mit ihm verbringen. Ich habe immer etwas Zeit, aber du kannst
200.000 Menschen nicht kombinieren, wie du 80 Personen kombiniert hast. Wir haben es kalkuliert, wie wir eine Unterrichtsstunde zu 200.000 Menschen geben könnten, und es würde über 60 Jahre dauern. Es geht nicht darum. Es geht um ein cleveres Zeitmanagement. Zeit ist ebenfalls leer. Zeit kann jeweils gestreckt werden oder gekürzt werden. Und das Licht, was vom Merkur zur Erde kommt, berührt die Sonne. Und das Licht, es sieht so aus, als würde der Merkur etwas langsamer werden, wenn er an der Sonne vorbei wandelt. Aber Zeit ist nur ein Kreis. Es ist eine Kurve. Es dauert länger, das Licht zu uns zu Erde kommen, wenn es an der Sonne vorbei gleiten darf. Wenn du mit einem Teleskop schaust, reist du in der Vergangenheit. Es ist eine Zeitreise, vor allen Dingen mit den modernen Teleskopen. Du kannst in der Vergangenheit sein, du kannst direkt in der Vergangenheit. Und deshalb die Bodhisattva-Methode zu kombinieren, alle Menschen gleich zu kombinieren, hat etwas mit Leerheit von Zeit und Raum zu tun. Wir finden fein, wir kreieren Zeit und wir wir können mehr Menschen dienen. Es gibt zwei Arten von Bodhicitta, sich gegenseitig zu helfen. Es ist unmöglich, für in einer normalen Zeit-Raum-Verhältnis zu tun, was zu tun ist. Es ist unmöglich, zu kombinieren 200.000 Menschen miteinander diese Woche und mit meiner Frau zusammen zu sein, wenn wir nicht mit Leerheit arbeiten. Also, du brauchst ein Werkzeug. Also, meiner Meinung nach, der Grund ist, warum er diese Diskussion gestartet hatte, über das Fake Bodhicitta. Er wollte hinterfragen, was das ultimative Bodhicitta ist, weil, wenn du kannst nicht Menschen anders helfen, unzählbaren Wesen, so viele Wünsche. Du musst mit der Zeit umgehen. Du wirst besser darin. Zuerst der Wunsch, die Begierde muss da sein, zu helfen. Hunderte, tausende Menschen. Dieses Verlangen muss da sein. Und das ist, wenn du hungrig genug danach bist, hunderte von tausend Menschen zu dienen. Du wirst einen Weg dann finden. Denn der menschliche Geist, die Kapazität des menschlichen Geistes ist, und die Art und Weise und die Möglichkeit, wie du anderen dienen kannst, ist unbegrenzt. Du musst nur dorthin kommen. So. Okay. Ist das gut? Wir werden mehr darüber sprechen.